So fängt das ganze Jahr an. Ich weiß nicht, ob das die cleverste Idee war, das hier zu machen, aber... Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Heute gibt es einen vollgepackten Rossmann-Haul, der quasi ja gar nicht wirklich meiner ist. Also natürlich, bei mir kamen auch ein paar Sachen mit, die ich gerne austesten und haben wollte und die ich schon ein bisschen länger auf dem Schirm hatte. Vor allen Dingen Wattepads habe ich nochmal nachgebraucht und ja, dieser Haul ist für die wundervolle Jen und ich muss Gas geben. Ich bin so hinterher und die Sachen müssen langsam verpackt werden und zu ihr geschickt werden. Deswegen dachte ich, filme das jetzt endlich mal gemeinsam mit euch ab. Und zwar ist das ein Haul der besonderen Art, denn gleichzeitig mit diesem Startschuss von der lieben Jen habe ich mir nämlich überlegt, dass ich für euch immer so einen kleinen Haul mache. DM oder Rossmann natürlich. Und ihr wisst das vielleicht, ich bin eine kleine gestresste Seele, die halt selten auch wirklich dann auch mal zum Shoppen kommt, auch wegen meinen Arbeitszeiten, die echt, echt blöde sind. Und ja, dementsprechend dachte ich mir, ich mache halt immer so eine kleine Verlosung, an der ihr teilnehmen könnt. Und entweder DM oder Rossmann. Und ich gebe euch einen bestimmten Betrag vor und für den shoppe ich dann quasi für euch die Produkte, zeige die natürlich hier einmal und ihr dürft euch aber vielleicht das ein oder andere aussuchen, was ihr gerne hättet und das Ganze geht auf mich, kleine Shopping Queen, die halt super gerne auch shoppt, so ist das ja nicht und aber natürlich auch nicht alles braucht, aber trotzdem interessant findet, so habe ich euch hoffentlich eine Riesenfreude gemacht. Ich kann euch hier spannende Teilchen zeigen, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe, aber meine wundervolle Community und da ganz, ganz viel Liebe raus an euch, die mir immer so viel Freude machen und mich unterstützen. Und das ist halt so ein monatliches Dankeschön, was ich gerne einführen würde. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was Jen sich alles ausgesucht hat. Und unten in der Infobox startet dann auch gleichzeitig für euch die Verlosung. Und da könnt ihr dann gerne, wie gesagt, mitmachen. Und jeden Monat werde ich dann die Produkte einmal zeigen, die ihr euch ausgesucht habt, natürlich dann auch zu euch schicken und so on and so on. Ne? So, jetzt aber, Jen, ich muss hier echt Gas geben, denn sie hat sich Knusperflocken ausgesucht. Und ich muss mal gerade schauen, okay, ich hätte noch bis April 2025 Zeit, ihr das Paket zu schicken. Wohlgemerkt, ich habe noch ein bisschen anderen Knabberspaß für sie. Da muss ich auch mal schauen, ne? Weil ich echt eine Schnecke bin. Und auf jeden Fall hat sie einmal Knusperflocken mitgenommen. Ich liebe die. Ich habe die damals durch die liebe Juliane. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass Rossmann die hat. Ich habe immer gesagt, wir haben keine Knusperflocken. Und seht ihr, jetzt habe ich gelernt, es gibt Knusperflocken im Rossmann, Leute. Weiter geht es und sie hat sich auch von einer Limited Edition, die sie nämlich unbedingt haben wollte, ein paar Produkte ausgesucht. Und zwar hat sie sich hier gleich zweimal, ich glaube, sie hat sehr große Hoffnungen in dieses Puder mit diesem, mit dieser Color Correcting Geschichte hier. Und diese zwei bekommt sie natürlich auch. Das ist eine Limited Edition, die habt ihr wahrscheinlich schon sehr, sehr oft gesehen. Da sieht man mal, wie schneckig ich unterwegs bin. Ne? Das sind diese Color Correcting Geschichten von dem wundervollen Maxim, der diese Limited Edition rausgebracht hat. Und davon hat sie sich auch diesen Highlighter ausgesucht. Und zwar diesen Bouncy Highlighter. Und Leute, was soll ich euch sagen? Es glitzert, es ist wunderschön. Jetzt muss ich mal gerade meine Bestellung öffnen. Und ja, den habe ich mir nämlich auch dann mitgenommen. Und Leute, mein Gott, ist der schön. Der ist der Wahnsinn. Leute, ich will den auch immer wieder anfassen, weil der einfach so, so schön angenehm ist. Den könnt ihr auch einfach als Lidschatten zum Beispiel benutzen. Ist sehr, sehr glitzerig, was ein Highlighter angeht, aber diese Konsistenz, das ist,
Oh, das fühlt sich so, so genial an. Und ja, damit habe ich auch hier und da schon mal ein bisschen gespielt und auf jeden Fall sehr, sehr cool, auch einfach als ja Topper für euren Lidschatten. Und ja, ne, da kam ich, ne, der ist ein Highlighter. Ist Glitzer, da musste ich natürlich mit den auch mitnehmen. Ich habe heute wieder so einen leichten Sprachfehler, ne? Auf jeden Fall hat sie sich hier auch was mitgenommen und das ist mir, ich brauche das auch. Ich muss noch mal bei Rossmann bestellen, Leute. Auf jeden Fall hier. Das möchte ich auch gerne haben, Jen. Du hast mich angefixt. Soft Radiance Finishing Powder. Das sieht so schön aus. Und ich liebe ja so ein bisschen Schimmer im Gesicht und Radiance. Und das hier ist ein Puder für das ganze Gesicht für einen unwiderstehlichen Glow-Effekt mit Weichzeichner. Leute, ich sag's euch, ich bin hyped da drauf, weil das erinnert mich. Ich muss mal gerade hier in meinem, oh mein Gott, gleich hört ihr wieder alles zusammenbrechen, in meinem Chaos hier rumstöbern, ne? Aber ich liebe, 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 liebe ja auch dieses Puder von Hourglass. Ich kann es jetzt gerade nicht swatchen, ne? Aber vielleicht könnte das hier so ein bisschen, ne, so was Ähnliches sein. Sieht man gar nicht, dass ich das Teil liebe, ne? Ist schon hier bald Hittepen, sage ich euch. Aber das hier ist natürlich um einiges günstiger. Und ne, da muss ich mal nochmal stöbern gehen. So sieht man einfach mal, das wäre mir im Leben, wäre mir das untergegangen und nicht aufgefallen. Und so lerne ich halt auch Produkte kennen, die ich mir vielleicht auch nachschnappe. Dann habe ich hier... Was hat sie denn da? Ich weiß selber gar nicht, was sie da alles in den Warenkorb gelegt hat. Ne? Ich meine, Jen und ich sind auch, wir kennen uns halt auch sehr gut. Deswegen habe ich ihr gerade meine Zugangsdaten gegeben, dass sie einmal eskalieren kann. Und weiß daher auch nicht ganz genau, was sie mir hier alles reingelegt hat. Ist auf jeden Fall eine Duftprobe, reiben und riechen. Ah, ich kann mitschnuppern, Jen. Funktioniert hoffentlich. Oh, das riecht gut. Jen, das ist ein leckeres. Oh, brauche ich auch. So fängt das Ganze hier an. Ich weiß nicht, ob das die cleverste Idee war, das hier zu machen, aber nachher habe ich alles doppelt im Warenkorb. Ich sag's euch, Leute, aber das riecht echt gut. Ist hier Calming White, wie gesagt, von Domol, so ein Raumparfum. Duft von Cotton kombiniert mit zarten, fruchtigen Facetten der Apfelblüte und frischen, putrigen Noten weißer Blumen. Okay, Leute, nach diesem Haul gibt es wahrscheinlich schon wieder eine Shopping-Eskalation von mir, wenn das so weitergeht. Dann hat sie hier so was Süßes. Das ist so, wir lieben Einhörner, ne? Muss man nichts dazu sagen. Wir lieben Einhörner, ne? Und da hat sie auch so ein schönes... Schaut mal, so ein Schaumbad reingemacht und das riecht nach Vanille und Kirschblüte, aber es sieht einfach super, super bezaubernd aus, ne? Also das hier ist Packaging Opfer Goals, wirklich einmal das hier mit drin. Soll ich euch mal gerade meinen Haul zeigen? Der liegt nämlich die ganze Zeit so blöd hier oben drauf. Das ist nämlich das, wie gesagt, Wattepads sind mitgekommen und eigentlich nur das. Ich wollte schon immer diese, ich liebe ja bunte Eyeliner, deswegen sind die bei mir mitgekommen. Zweimal von Catrice, der Calligraphic Artist, den kenne ich in schwarz und ist ein richtig, richtig guter Eyeliner. Einmal ein wunderschönes Babyblau und so einem wunderschönen Grün. Und dann halt auch noch von Catrice diese Poolside Edition gab es noch einmal in Orange und so Lime ist das, glaube ich, ne? So hellgrün, gelblich. Dann wollte ich schon länger mal austesten. Einmal Magic Filter Glow Booster. Ne? Einmal der ist bei mir mitgekommen. Übrigens in der Farbe 10 Light. Und einmal, und den liebe ich jetzt schon. Den habe ich auch schon ausprobiert. Der ist richtig, richtig nice, Leute. Von Catrice Soft Glam Filter. Und zwar habe ich hier die Farbe Light Medium, die 20. Meine Güte, ist sehr gut. Also wirklich ein tolles Teilchen. Gefällt mir richtig gut. Zaubert euch so eine schöne Haut, auch ohne Make-up. Und ja, den, wie gesagt, wollte ich schon länger testen. Und der ist dann quasi mit dem Haul mitgekommen. Dann geht es weiter. Ich glaube, das hier ist... Ach mein Gott, Summer Vibes haben wir hier. Vanille, Extrakt und Kokoswasser und Hyaluronsäure. Eine Tuchmaske. Wie fancy sieht die denn schon wieder aus? Also die sieht auch richtig, richtig hübsch aus.
ne? Und ist einmal hier die. Gefällt mir auch sehr gut vom Packaging her. Ich meine, Masken muss ich auch teilweise erstmal aufbrauchen, sagte sie und hat schon wieder die nächsten bestellt. Egal. Auf jeden Fall. Das nächste Teilchen ist einmal Badesalz. Fruchtiger Duft nach Mango und Pfirsich mit so einem süßen Papagei hier einmal drauf. Schaut mal. Das sieht auch richtig hübsch aus. Ne? Limited Edition übrigens auch, von der ich auch wieder nichts mitgekriegt habe. Dann habe ich hier einen Kontostick, hat sie sich geschnappt. Aha, von Rival Loves Me. Einmal dieser hier, ne? Ich werde das jetzt nicht alles swatchen oder so, weil das ist ja nicht, wie gesagt, meins, soll ja noch auf ihr Gesicht. Wobei ich glaube, sie hätte nichts dagegen, wenn ich das swatche. Aber das muss ja nicht sein, ne? Soll ja schön fresh sein, wenn es ankommt. Übrigens die Farbe 03 Eschi. Sieht man hier so ein bisschen was vielleicht, ne? So kann ich euch das vielleicht zeigen. Einmal einen Contour-Stick. Dann ist da, ach, da ganz unten ist noch was. Isana Pretty Pink Holo-Augenpads. Sofort frische Effekt. Niacinamide und Grapefruit. Die sehen ja auch richtig fancy aus, ne? Irgendwie so ein bisschen richtig sommerliche Vibes hier auch noch mit drin, ne? Dann habe ich hier was. Was ist das denn? Juicy Peach Volumenpuder mit verführerischem Pfirsichduft. Oh, sowas ist ganz cool. Das hatte ich früher mal. Könnte ich auch mal nochmal machen. So ein bisschen dieses, weil ich ja wenig Volumen meistens habe, einfach so ein Puder, was so ein bisschen, ja, so eine Bad-Frisur, also eine Bett-Frisur macht, wenn man so ein bisschen verwuschelt ist und die Haare so ein bisschen auftopiert hat. Und dann hat man so ein bisschen mehr Grip und Volumen da drin. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich frage mich nur gerade, Jen, was hast du vor? Schreib mal bitte, was du da für eine Frisur zaubern möchtest. Ne? Einmal das hier auf jeden Fall. Dann, oh mein Gott, was ist denn das hier? Isana Pure Reinigungsschaum. Sanfte Reinigung mit Niacinamid und Panthenol. Das hört sich auch gut an. Hier einmal so ein Reinigungsschaum. Schaut mal. So schaut er aus. Ihr kennt das wahrscheinlich alle schon und habt das überall schon gesehen. Wie gesagt, ich bin hier einmal im Blindflug ein bisschen unterwegs. Deswegen ist das für mich auch sehr, sehr spannend, alles zu entdecken. Ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mikroplastik, ohne Parfüm und ohne Sulfattenside. Also ein sehr mild formulierter Reinigungsschaum wahrscheinlich in dem Fall. Wie gesagt, mit Niacinamiden noch mit drin und Panthenol. Gut ausgesucht, glaube ich, hätte ich mir wahrscheinlich auch mitgenommen, hätte ich nicht 10.000 Reinigungsschäumchen. Und dann geht es direkt weiter mit einem Wohlfühlfußbad. Die Füße, da hast du recht, das muss auch sein. Und da ist wieder eine Duftprobe, ich darf schnuppern mit Meersalz, Arnikaöl und Birkenextrakt. Ich rieche nicht viel. Ich rieche nicht so viel durch dieses kleine Duftpröbchen. So schaut das einmal aus. 40 Gramm für schöne Füßchen. Ne? Dann ist hier was Kleines. Oh, es glitzert auch. Oh. Rival Love Me. Loves Me. Mit ein paar Macken hat es leider abgekriegt. Schaut mal, hier so ein Glitti. Glitzertopper. Einmal Eye Glaze. Auch sehr schön, ne? Der leichte, ultraglänzende Eye Glaze setzt faszinierende Schimmerakzente. Mega. Oh, ich wirklich, Glitzer könnte man auch einfach immer nur anschauen, ne? Dann habe ich hier, da muss ich vorsichtig sein, von Isana hat sie sich Beauty-Konzentrat Vitamin C Ampullen ausgesucht. Ampullen gehen immer. Und ich mag ja Vitamin C auch sehr gerne. Die von Isana könnte ich mich nicht dran erinnern, dass ich die mal hatte. Aber auf jeden Fall auch sehr spannend. Es klimpert so schön. Ne? Hör auf zu klimpern und mach weiter, Katrin. Denn hier ist noch einiges drin. Unter anderem irgendwas mit Zitrone. Ah, auch Vitamin C. Kommt ja sehr passend hier raus. Eine Tuchmaske für einen frischen, strahlenden Teint mit Vitamin C und Koffein. Oh, ich könnte gleich noch ein Käffchen schlürfen, sage ich euch. Habe ich heute zu wenig, ne? Auf jeden Fall einmal die hat sie sich ausgesucht. Dann, oh mein Gott, ist die goldig. Oh, da könnte man ja auch jede Limited Edition immer mitnehmen, ne? Wirklich, schaut mal, wie süß ist das denn? Das ist eine Handseife hier
mit dir ist das Leben schön. Und zwei süße kleine Hundis drauf abgebildet. Meine Güte, nach was riecht die eigentlich? Ist egal, das Packaging ist schön. Schließe die Augen und stell dir vor, du bist mit deinem Bestie auf einer wunderschönen Blumenwiese, ein duftendes Meer aus Blumen und Früchten und schmeichelt eure Haut. Lasst euch von den lieblichen Duftnoten verzaubern und spürt, wie eure Sorgen einfach davon wehen. Ja, die Sorgen davon wehen lassen möchte man gerne mal. Ne? Also wenn das die Handseife schafft, Jen sagt mir Bescheid, dann brauche ich die. Dann brauche ich die sowas von. Da würde ich mir einen ganzen Schrank voll einmal mit Backup vorstellen. Ne? Dann habe ich hier, das sind auch, glaube ich, Limited Editions. Ne? Hier zwei Duschgele. Schaut mal, liebe Grüße auch Bea. Ne? Das wäre jetzt auch wieder deins hier. Einmal. Ich glaube, das hier, doch, ist auch eine da. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo hier Limited Edition draufsteht, Leute. Auf Spritztour Duschgel habe ich hier einfach mit so einem süßen Auto und sowas. Und das soll duften nach sonnengeküsster Orange, warmer Note von Zedernholz und einer Prise Lemongrass. Und dann hier auch wieder unser kleiner Papagei und dem Duft nach Mango und Pfirsich, also sehr fruchtige Düfte einmal hier am Start. Und dann hat sie hier, glaube ich, nochmal... Oh, das ist interessant. Aha, aha, was kann das? Einmal dieses Teilchen hier. Tiefes Schwarz. Nee, schwarz mache ich nicht mehr. Ich bin zwar sehr dunkelbraun, aber schwarz rauszukriegen ist immer so eine Sache in den Haaren. Deswegen... ne? Ich bin noch nicht so einig. Vielleicht werde ich auch irgendwann wieder heller. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich hier Isana Professional Color Gloss Tiefes Schwarz. Ich denke mal, das ist wie so eine Art Tönung als Anwendung zwischen zwei Kolorationen. Waschen, 20 Minuten sollt ihr das einwirken lassen und ja, danach die Haare ausspülen. Ich denke mal, das ist so eine schnelle Tönungsgeschichte in dem Falle, die quasi funktioniert wie ein Shampoo. Sehr praktisch auf jeden Fall. Da bin ich auch sehr gespannt, was sie zu sagen hat. Ob das gut funktioniert, hatte ich noch nie, kenne ich nicht, ist mir noch nie aufgefallen. Kommt auf die Liste. Dann hier einmal noch eine Seife. Oh Gott, Seifen bräuchte ich echt mal noch mal ein paar nach. White Blossom. Duftet nach weißen Blüten und grünem Tee. Oh, das hört sich auch gut an, Leute. Das hört sich auch gut an. Jen, darf ich hier mal schnuppern? Darf ich einmal kurz? Ich schnuppere jetzt einfach mal für uns. Aber das hört sich echt gut an. Und, oh, das riecht echt gut. Das riecht gut. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht... Ich drehe ganz fest wieder zu, nicht, dass doch noch was ausläuft während dem Transport. Bitte verzeiht mir meine Sprachfehler heute, aber ich kriege ihn nicht raus und ich möchte nicht 10.000 Mal das Video schneiden, weil ich wieder am mich verhaspeln bin. Altera habe ich hier einen Pinsel. Foxy Eye Brush, der ist richtig, richtig hübsch hier mit Lila und mit Holz. Den kann man ja auch für die Augenbrauen oder für so einen Lidstrich holen. Richtig süß von Altera, ne? Dann habe ich hier noch weitere Produkte aus dieser Limited Edition mit Maxim. Einmal diesen Blur Stick hier. So schaut der aus, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Und einmal diesen Radiance Primer. Oh, da war ich ja auch kurzzeitig versucht, aber ich glaube, der könnte mir vielleicht ein bisschen zu shimmery sein. Und ich habe ja auch die anderen Schimmerteilchen jetzt erstmal. Auf jeden Fall die zwei Sachen auch noch aus dieser LE. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, sonst sehe ich hier nichts aus der LE. Ich sehe aber hier, Jen, wir sind im Winter und nicht im Sommer. Hier so Neonfarben. Meine Güte, aber das wäre bei mir auch wieder voll. Oh, das sind Neon Waterliner. Oh mein Gott. Von Rival Loves Me. Leute, ich war so lange nicht mehr im Rossmann. Und das ist das halt im Online-Shopping bei Rossmann. Bin ich überfordert. Da gibt es zu viel für mich. Und hier, wie gesagt, dann so einen kleinen bunten Splash hier. Mit Wasser aktiviert, dass man sich dann so einen Eyeliner malen kann. Ich glaube, ich ahne, was sie vorhat, oder? Ne? Das könnte hier ja irgendwie ein Indiz sein. Und feiere ich total. Du weißt, ich bin ja auch so
Eyeliner, bunte Eyeliner verrückt. Dann habe ich hier ein Teilchen, die transparente Gel fixiert die, das transparente Gel fixiert die Brauen schnell und bringt sie in Form. Und zwar auch von Rival Loves Me, den Brow Laminator. Einmal so schaut der aus, ne? So ein klares Gel. Erinnert mich ein bisschen an das von der lieben Anastasia. Ich weiß nicht, das soll ja sehr gut sein hier, das. Ist nicht ganz an mir vorbeigegangen, hat mich aber nichts hingezogen. Dann habe ich hier so ein kleines, das ist irgendwie so verpackt noch, aber komplett verpackt. Soll ich das vielleicht einfach verpackt lassen? Ist ja ganz gut gepolstert, wird seine Gründe haben, warum das hier so zugeklebt ist, ne? Aber ich glaube, das ist Glitzer. Ich glaube, das ist Glitzer, wenn ich das richtig sehe. Könnte sein. Ich habe hier ein Spickloch für uns, Leute. Schaut mal. Oh, das ist auch so ein Glitzer, ne? Au. Summer Power. Ne, ist. Stunning Power Eye Luminizer, also auch so ein paar Glitzerpartikelchen für aufs Auge drauf. Einmal hier, ich glaube nicht, dass da was kaputt gehen kann. Das ist ja quasi so ein Glitterclou, den man sich da drauf machen kann. Ich hätte hier auch sofort so einen schönen Look im Kopf, ne? Das sieht echt stimmig aus. Und dann habe ich hier auch noch eine kleine Palette dazu. Die sieht ja auch richtig, richtig schön bunt aus. Einmal die Neon Paluza Eyeshadow Palette mit auch schönen Farben und auch ganz viel Glitzer ist hier mit drin. Also Glitzer braucht man im Leben, hast du recht. Immer her mit dem Glitzer und wenn man es nur anguckt und happy ist, ne? Jetzt sind noch vier Sachen hier drin. Oh, da ist nochmal so ein Domol. Oh, ich kann wieder schnüffeln. Seaside Breeze Raumduft. Ich rubbele hier mal ein bisschen. Der ist nicht so meins. Also klar, riecht auch ein bisschen frisch und so sauber, aber zu aquatisch für mich, ne? In dem Falle hier einmal der, da gefällt mir der andere, dieser Coming White hier, der ist, das ist, oh, der riecht wahnsinnig toll, Leute. Aber der ist auch ein kleiner, also da gibt es auch anscheinend unterschiedliche Größen. Habe ich noch nie nachgeguckt, finde ich spannend. Augen-Make-up-Entferner, ölhaltige Soft-Pads sind hier einmal drin gelandet. So schauen die aus. Sowas mag ich nicht so gerne. Also da wäre ich jetzt zum Beispiel komplett raus. Sanft und schonend mit natürlichen Ölen für wasserfestes Make-up. Ihr wisst das, ich liebe den von Dalton. Dieser Zwei-Phasen-Make-up-Entferner, der funktioniert für mich super. Für den habe ich zum Beispiel auch nochmal Wattepads nachgebraucht, ne? Aber sowas ist mir zu krass ölig. Also das funktioniert mit meinen Kontaktlinsen auch meist nicht so gut. Ich habe die noch nie probiert, aber würde ich auch einen Bogen drum machen, weil das meistens schief geht bei mir und meinen Augen. Dann habe ich hier einen kleinen Nagellack-Entferner, acetonfrei mit Aprikosenkernöl und fruchtigem Duft. Jen, du hast hier gar keinen Nagellack reingepackt, ne? Auf jeden Fall einmal das hier. So ein kleiner, ich finde die von Rossmann eh immer gut. Das hier sind aber die Teilchen, da steckt mal so den Finger rein und rubbel darum. Nix für mich. Ich mag lieber mit einem Pad darüber zu gehen, wenn ich dann die Nägel mal lackiert habe. Aber eher sowas wie hier so ein Finger reinzustecken. Weiß nicht, hatte ich mal und war einfach nicht meins. Und dann haben wir hier noch 3 in 1 sanfte Reinigungstücher für Augen, Lippen und Gesicht. Entfernt wirksam Make-up. Reinigt sanft, pflegt die Haut. Ich weiß, sie wird das auch nicht nehmen zum Gesicht reinigen. Jen, das wirst du nicht, ne? Du hast hier bestimmt einen ganz tollen Reinigungsschaum, ne? Dafür ist der Reinigungsschaum. Die sind für Swatches und tralala, ne? Man kann das vielleicht auch mal kurz irgendwas schnell vorab entfernen, aber das ist nicht gut für die Haut. Auf jeden Fall 25 Jahre Isana Limited Edition als letztes in ihrer kleinen
Gewinnbox, um das so auszudrücken. Und das war quasi der Haul der etwas anderen Art. Und ich hoffe, ihr habt Freude dran gehabt, hier reinzustöbern. Ich hatte auf jeden Fall mega Freude zu entdecken, was Jen auch einfach für dieses Budget da rausgeholt hat. Also die hat hier eine richtig schwere Kiste zusammengekriegt. Also dafür auch mal Schnäppchenjäger Respekt an dieser Stelle. Und ja, ihr dürft natürlich dann auch gerne bei der Verlosung mitmachen. Ich hoffe, das ist auch eine coole Sache für euch. Mir macht es unheimlich Spaß, hier auch andere Sachen einfach zu entdecken, kennenzulernen und mal durchzustöbern und nicht nach meinem Beuteschema quasi zu gehen und einfach mit euch gemeinsam dann diese Sachen zu entdecken. Und wie gesagt, ich würde das gerne, ne, nach Möglichkeit, das ist immer so ein bisschen Zeitsache bei mir, einmal im Monat mit euch machen und das quasi an euch verlosen. Und hoffe, ihr habt da auf jeden Fall auch Freude dran und hoffe auch, ihr hattet Freude dran, hier gemeinsam mit reinzustöbern. Und ihr wundervollen Mäuse, ich glaube, ich habe genug geschnattert und mich 100.000 Mal verhaspelt. Aber ja, ne, that's me. Ihr Süßen, ich verabschiede mich jetzt am besten einfach nur noch aus dem Video, wink euch zu und wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag. Fühlt euch alle mal ganz doll und fest geknuddelt und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!